Schönen Tag zusammen. Ich zeige Ihnen einfach nur mal ganz kurz in unsere Welt die Systemgastronomie. Wichtig für mich ist eben, dass das Wort System davor steht, weil wir sind nicht der einzelne Gastronom, sondern wir arbeiten schon unser ganzes, oder ich mein ganzes Leben in der Systemgastronomie. Einen kurzen Blick zurück, bevor ich eben dann in die digitale Welt einsteige oder warum wir in die digitale Welt noch stärker einsteigen, als wir schon sind. Ja, ich war mit 26 Jahren der jüngste McDonalds-Lizenznehmer und auch bei McDonalds schon. Wo ich viel über die Digitalisierung gesprochen, denn als wir in Deutschland anfingen mit McDonalds, gab es vieles nicht. Es gab keine Logistikunternehmen, es gab keine Kassensysteme, es gab keine Warenwirtschaft oder solche Sachen, sodass McDonalds sich entschließt, das selber zu schreiben. Und da ich so ein bisschen auf dem Puckel hatte von Informatik, durfte ich das mitschreiben. Das ist eigentlich die beste Lehrstunde, die ich jemals gehabt habe und dem, was ich heute in meinem Unternehmen einführen möchte. Danach eben, wurde schon erwähnt, eine Marke, die ich vielleicht auch kenne, neben dem Goldenen Vapiano, Mitbegründer von Vapiano, war auch über 10 Jahre dabei. Auch dort steht momentan oder ist vom ersten Tag eigentlich auf die digitale Welt eingetreten. Wenn Sie wissen, waren wir die ersten, die mit dem sogenannten Schiffkarten gearbeitet haben, wo der Gast sich jeden Fall bewegen konnte. Da haben wir also schon den Gast mitbestimmen lassen, weil ich eben meinte, solche Trends eben jetzt noch auf uns zukommen. Ja, neben diesen ganzen Tätigkeiten habe ich immer wieder Neues ausprobiert. Ich bin ein sehr unruhiger Geist, aber ich habe immer wieder kleine Startups dabei, die einfach ein paar Namen, Segafredo nach Deutschland gebracht, Amerika, mexikanische Restaurants, aber eben nicht alles funktioniert hundertprozentig, sondern eben einige Sachen, die sie erfinden oder die wir erfunden haben, sind am Markt nicht angekommen, sodass die dann auch wieder verschwunden sind. Aber ich sage immer, wenn du 10 Sachen machst, schon alles durch Google, hast du alles richtig gemacht. Okay, ja, das ist ja Pyron heutzutage. Ja, Pyron ist eine Dachgesellschaft oder eine Mutter. Haben wir gerade heute Morgen noch ein paar Meter weiter im Mainstream-Meeting in der Osteria gesprochen. Wir machen oder wir versuchen, neue Marken zu schaffen in der Systemgastronomie. Und da das ja doch immer risikoreicher wird und das Leben immer schneller wird, haben wir die Mutter auf Pyron oben drüber, die beschützende Hand, über die wir neue Babys tut und dann eben sie unterstützt in allen Sachen, die eben dazu auch werden, ein neues Konzept auf den Markt zu bringen. Kommen wir aber gleich noch näher dazu. Ja, das sind unsere Werte in der Pyron. Wir legen großen Wert in der ganzen Digitalisierung. Deswegen wir natürlich den ganz großen Wert, aber auch da mit zu tun haben, jeden Tag mit den Menschen in den Vordergrund zu tun. Also unsere Werte sind eben Love, Fun, Leadership, Passion und Honest zu sein. Nicht nur Honest von Mensch zu Mensch, sondern Honest auch unseren Gästen gegenüber, was die Produkte angeht, die Qualität der Produkte und die Herkunft. Aktuell beschäftigt die Muttergesellschaft in allen 4 Konzepten, 1000 Mitarbeiter in 22 Restaurants, hier steht man trotzdem natürlich über 22 Restaurants, und wir bewirten 8500 Gäste in unsere Häuser jeden Tag. Eins der Konzepte, habe ich eben erwähnt, und eins unserer jüngsten Konzepte, aber auch eins unserer Flagship Stores ist das erste American Steakhouse. Warum American Steakhouse? Also nicht nur weil eben Steak gegessen wird in Amerika, sondern weil wir hier in unserem Restaurant einen großen Augenmerk auf das Bar-Business legen. Ich meine nicht nur im Bar-Business, dass noch viel getrunken wird und viel Alkohol verzehrt wird, sondern eben dort eben viel kommuniziert wird, viel Kommunikation. Und ein Bar ist immer ein aufregender Besuch, weil da eben nicht die Finders am Tisch, sondern meistens im Stehen eintrinken und viel kommuniziert. Wenn Sie das Bild sehen, sehen Sie 50% des Restaurants ist Bar und 50% ist Restaurant. Wir haben dort seit, wir haben es entwickelt, in 15 und 16 haben wir seit 4 Restaurants in Betrieb und haben planen bis 2020 14 neue Restaurants. Wir haben ein anderes Konzept, das in einer ganz anderen Welt spielt, in der asiatisch-pazifischen Welt, die New. Auch hier auf der anderen Rheinseite in Bonn, so ein bisschen Schleichwerbung für uns. Die New ist ein etwas schwereres Konzept, so wie ich eben auch gesagt habe. Es ist natürlich für den Europäer wesentlich leichter, den Schweiz oder die mediterrane Welt niederzulassen und zu essen, als wir in der asiatischen oder pazifischen Welt. Also wir haben jetzt 5 Restaurants im Betrieb und wir planen 5 Steueröffnungen bis 2020. Aber wir glauben ganz stark an diese Richtung, weil sie eben sehr leicht, sehr weiblich und sehr aufziehend ist. Bullet ist so ein bisschen unser Spielball. Bullet ist eben so wie stark, ist so schnell und so lustig und natürlich wie der Pitone, aber eigentlich mehr wie der Film Bullet mit Paul Newman. Hier spielen wir am Extreme Fund, also hier haben wir eigentlich kein
festgelegt ist, der Einzelprodukt, sondern das ist unser Spielbaum, unser kleine Gruppe dort. Ein Restaurant im Betrieb, 8 Stück bis 2020 geplant. Das sind die Nischen, die wir immer wieder mal gerne besetzen wollen. Pastaria, auch eine bekannte Marke, auch zum Wesentlichen aus dem Kerl, was die meisten nicht wissen, ist der klassische Italiener im Full-Service-Sektor. Dort sind wir aber Lizenzen und nicht Marken mit Eigentümer. Dort betreiben wir jetzt seit 12 Betriebe. Planen bis 2020 13 Betriebe dazu in unserem Gebiet, unser Franchise-Gebiet. Ja, Ziel ist 2020, jeden Tag 24.000 Gäste in 62 Restaurants zu begrüßen und dann auch fast doppelt, dreifach so viele Mitarbeiter bei uns in der Abteilung und Dachmarke. Also, wenn die Digitalisierung so viele Leute freisetzt, die müssen sie übersehen kommen können, die suchen weiter. Unternehmliche Herausforderung ist natürlich, dass wir in den Wachstumsstadien, mittelständische Unternehmen sind, mit über 40 Millionen Umsatz in 2017, haben wir doch mit 4 Marken ein Trio Startup-Syndrom. Und um das eben hinzubekommen, brauchen wir eben die Abteilungsmutter. Und die Abteilungsmutter wird oben drüber gestellt. Und wird eben dann eben Dienstleistungen, das geht um die Folie hier. Dienstleistungen, also für uns Maulingfolien, in der Abteilung sitzen die Dienstleistungen eben die Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Markenentwicklung, Innovation, IT, Franchise Legal, Immobilien, Bau, alle solche Segmente, und die können wir natürlich eben so zuschneiden, dass wir das auch jedem von, also in der Bullet in einem Restaurant, eben helfen können, als wir unseren Betrieben mit 12 in der Losteria, so kann jedes der Konzepte auf die Abteilung zurückgreifen. Die Abteilung ist also ein Dienstleister oder ein Service Center für unsere Konzepte und unsere Restaurants. Und jetzt kommen wir den Brückenschlag zur Digitalisierung. Warum braucht das System Gastronomie noch mehr Digitalisierung als die heute schon im Gange ist? Wir sehen die Digitalisierung hauptsächlich im Alterdachhaus, wie wir es sagen, also im Warenwirtschaftssystem, in der Logistik, im Kassensystem, aber eben auch in Personaldienstleistung heißt für uns nicht nur eben elektronische Stammdatenblätter, sondern für uns ist es ganz elementar, eben Dienstpläne nach Umsatz zu schreiben. Das heißt, die zwar nach Umsatz, das heißt, dass wir genügend Mitarbeiter bei uns im Restaurant haben, um die Gäste zufriedenzustellen. Auf der anderen Seite auch eben genau die Anzahl von Mitarbeitern in den Restaurants zu haben, um noch wirtschaftlich profitabel zu arbeiten. Und dieser Dienstplan für Umsatz ist für die Gastronomie eigentlich das A und O, nicht nur der Wirtschaftlichkeit gesehen, sondern auch der Zufriedenheit der Gäste. Wenn sie unser Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wenn man sowas der Regel sieht, 200 Meter weiter am Rheinberg steht. Wenn die Sonne scheint, dann haben wir eben gerade eine Verdopplung von 250 bis 570 Plätzen. Dann müssen Sie das planen. Sie brauchen natürlich für wenige Bedienungen, wenn Sie 550 Plätze und dann auch noch mit solchen weiten Strecken, eben den Gast zufriedenzustellen, als wenn Sie eben kurz mit anfängt, Schauer und alles 250 Meter aus der Klasse leiten Sie nach drin. Hier ist ein anderes Beispiel, hier ist das Scorecard für unsere Standorte. Das habe ich auch bei McDonald's gelernt. Wir lassen natürlich nicht alles dem Bauchgefühl oder dem Zufall, sondern wir analysieren zu Tode. Bevor wir einen sogenannten Standort oder ein Restaurant eröffnen, haben wir das wirklich zu Tode analysiert. Das heißt eben, wo ist das nächste Kino, wie viele Büroangestellte sind im Umkreis von 5 Kilometer, welche Gästestruktur ist im Umkreis von 5 Kilometer. Wie kommt man zu uns? Also das ist ein schwerlicher Weg, das ist ein einfacher Weg. Wir haben ja sogenannte Edelstock-Geschäfte, aber auch sogenannte Freestyle. Freestyle sind eben für uns. Wir bauen ein Restaurant aus der grünen Wiese, wenn Sie so wollen. Da liegt es natürlich auch dran, wie ist die Erreichbarkeit. Wie wird man auf diesem Standort aufgemacht sein? Das sind alle Sachen, die dann eben am Ende sind, auf diesem Blatt. Da gibt es eben noch 20 verschiedene andere Blätter und Luftbilder. Und dieses Blatt kommt dann eben in unser sogenanntes Executive Board. Da sitzen eben nach Wenigkeiten drin die Liste, der Steinstuhl, Einkauf, Marketing. Also wir haben ein Executive Board, das wir einfach am Ende dann eben sagen, nicht alleine entscheiden, sondern eben 5, 6 Leute aus dem Unternehmen, die sich damit auskennen.
Unternehmen natürlich auch an andere Einkaufszentren setzen, Einkaufszentren, die kommt die Verantwortung, die kommt die Rücksicht zu uns. Ich hoffe, es ist schwierig in die Innenstadt, uns zweimal zu beliefern, ich hoffe, es wird fünfmal beliefern. All solche Sachen sind für uns natürlich elementar wichtig, weil wir sind im Penny-Business. Wir sind im Penny-Business. Und wie kriegt man sowas am besten hin? Und das geht natürlich am besten hin durch eine riesige Vielzahl von Daten. Und Daten müssen ausgearbeitet werden. Und da kommt jetzt auch für mich das Visio ins Spiel. Ich liebe nichts mehr als Daten. Ich habe bei Daten immer im Research-Team gesessen. Es gibt eigentlich nur noch von Zahlen, weil Zahlen liegen nicht. Es fällt eigentlich 1 nach 2, auch wenn man manchmal wollen, dass es 2,3 oder 2,5 ist. Aber eigentlich bleibt es immer noch 1 und 1 plus 2. Und wenn ich genug Daten zum Auswerten habe, dann weiß ich auch, dass ich mit dem Grund zu wissen, für diesen Standort oder für dieses Geschäftsmodell entscheiden kann und auch weiterhin dort investiere, um damit zu wachsen. Und jetzt für uns galt es kurz Video bei uns ein. Wir haben auch unsere schweren Zeiten hinter uns als Startup, also mit Klage ich. Gefühlt würde ich sagen, mit unserem Unternehmen abgemacht, mit dem Preis nicht am Wald existiert. Aber ich muss Ihnen nicht sagen, wie viele Fehlerquoten im Existenz sind. Egal wie gut und wie toll du bist im Existenz, das passiert jeden Tag, immer ein Chaos. Irgendwas passiert immer und wir haben sogenannte eben so wir nennen das Tageszahlen, also wir lassen uns die wichtigsten Zahlen aus dem Kopf heraus jeden Abend schicken. Also wie lassen wir es? Wir lassen es uns E-Mail und morgens sitzt einer, das heißt Sven immer so schön, morgens sitzt da eben eine Dame, die eben Mutter und Kind und Vater geschlagen hat. Und die lassen wir aus den E-Mails die Zahlen in der Existenz. Und das dauert ungefähr 1,5 Stunden. Nur um uns ein Blatt zu schicken, wie viel Umsatz wir gestern im Brutto-Netto, Personalkosten, Umsatzsteigerung und Durchschnittsbau. Das sind also gerade mal 5 Zahlen oder 5 Tage für uns und das besitzt jemand jeden Tag 1,5 Stunden. Und wenn wir von 22 auf 62 Restaurants hochgehen würden, dann können Sie sich selber gerne nur eine Vollzeitkraft, die den ganzen Tag nur diese Zahl eingibt, damit wir darüber schauen. Also wir brauchen Daten, wir brauchen Analysen. Wir brauchen die eben, nicht nur um wirtschaftliche Entscheidungen zu machen, sondern auch um unsere Produktivität zu erhöhen. Wir haben eine Vollbeschäftigung in Deutschland. Das heißt, wenn wir so ein Wachstum hinlegen wollen, von 1000 zu 2800 Angestellte, dann brauchen wir, dann finden wir in einem Bereich, der eigentlich schon ziemlich sehr wichtig ist. Also müssen wir zu sehen, dass wir unseren Leuten irgendwelche besonderen Sachen geben, warum sie bei uns unbedingt bei uns arbeiten möchten. Und das ist eben, habe ich im Testbeispiel hier ein sehr interessiertes Ziel gehört. Ich glaube nicht, dass Menschen arbeitslos werden, sondern ich glaube, dass wir eben andere Bereiche überarbeiten werden. Und das ist gut so, und wir einfach immer mehr in den Bereich Mensch hineinarbeiten werden. Wir sind, wie New York System sagte, mit Wohlstandsgesellschaft und Vernetzungsproblem. Okay, da kann ich seine Eltern, wie seine Eltern sind, wenn wir überhaupt mal einmal im Jahr zum Massage gegangen. Wahrscheinlich kaum einer. Okay, wir gehen heutzutage einmal im Monat, manche vielleicht sogar öfter. Okay, das sind Wohlstandsprobleme und das können wir mit der Zeit machen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendeiner von uns sich gerne von einem Roboter massieren lassen wird. Also ich nicht. Okay, ich muss schon noch sagen, es gibt Wege, es gibt Stark oder vielleicht eben auch einfach nur, ich bin ein Gefühl, sondern den Menschen von uns massiert zu werden, dass das von so einem Eiskalten schadet. Das will ich nicht zugeben, deswegen glaube ich, shiften wir. Wir shiften zum Wohl des Menschen und das sind wir wenig mehr. Auch wenn wir uns systematisieren als Systemleistung, wenn wir immer schon systematisiert haben, haben wir eine ganz harte Grenze. Wenn ich zum Gastraum gehe und dann wir zum Gastraum wandern, dann wollen wir wieder vom menschlichen Wissen sein. Das heißt, wir werden sie immer, oder hoffentlich immer, soweit ich sie jetzt zumindest ist, immer wieder mit einem menschlichen Bedingungen bedienen. Das bleibt zumindest unheimlich, das Modell. Es wird andere Geschäftsmodelle geben, die sagen, ja, wir möchten auch, dass die Leute mit sogenannten Mac-Kiosk arbeiten, also dass sie erst das vorankommen und einfach einen großen Touchscreen gestalten. Das ist ein Convenience-Besuch, das ist ein praktischer Besuch. Wir haben uns für den Full-Service, die sind auch für den Full-Service-Restaurants entschieden. Und ich glaube, da kommt eine große Verantwortung auf uns zu. Wenn wir vereinsamen, dann vereinsamen auch ein wenig in der ganzen digitalen Welt, die wir haben. Und deswegen glaube ich, wir werden mehr als nur ein Essensbesuch, sondern ich glaube, wir werden das Wohnzimmer oder das Gartzimmer
oder den Taxiraum für die Leute, die sich dort treffen, um einfach eine gute, gefällige Zeit zu verbringen. Also da möchten wir eigentlich wieder, so bleiben, wie wir sind, menschlich und eben warenherzig. Warenherzig ist das zweite Wort von herzig. Aber in der hinteren Welt brauchen wir die Digitalisierung, um uns mehr Zeit frei zu schaffen, um uns um die einzelnen Gäste zu kümmern. Wenn heute unsere Restaurantleiter eben 7 oder 8 Access-Fees ausfüllen müssen, nur um einen Mitarbeiter anzumelden, in der Lohnbuchhaltung, und dann wieder eben in die Statistiken oder in die Zahlen einzuschreiben, dann ist das für uns waste of time, wo der eben durch eine Unternehmensmanager der Restaurantleiter sich vorne um den Gast zu machen. Also wir brauchen das, um eben die Arbeit zu verlagern und unseren eigenen Business-Kern, die Gäste so gut wie möglich, so gut wie möglich zu verlieren und in die Zeit gehen zu lassen. Also wir haben natürlich die Stehsteigerung dadurch auf der wirtschaftlichen Seite, dass ein Miteinander uns leistet durch die Digitalisierung, aber wir legen sie um und legen dann eben in unsere Kernkompetenzgeschäft hinein. Das heißt eben, man hat ein tolles Essen und einen tollen Kompetenz. Hinter Scott Video stehen ja viele Komponenten, die wir brauchen, um das System besser in die Karte aufzulegen. Im Personal, aber auch im Wirtschaft. Wir müssen eben heutzutage auch unsere Lebensmittel oder eigentlich immer in den Just-in-Time bekommen. Denn wir wollen natürlich eben nicht verschmeißen. Wir haben MADs. Wir haben MADs und die MADs sind natürlich lebenswichtig für uns Menschen. Aber wir wollen natürlich auch nicht eben sagen, okay, wir würden einen General Manager ganz speziell machen, statt 5 Kilo 10, nur um auf der sicheren Seite zu sein und dann müssen wir auch von 5 Kilo 6 essen. Okay, das ist nicht nur ein wirtschaftliches Thema, sondern natürlich ist das auch ein moralisches Problem. Okay, wir werden immer mehr von den Kunden und den Gästen von uns auch immer mehr durchleuchtet. Wir müssen heute ein transparentes und durchsichtiges Unternehmen sein. Bevor jemand zu Ihnen in das Restaurant kommt, kann er heute ja alles so viel wie möglich über Sie googeln und kann er sehen, wo kommt das Fleisch her, wo kommt das Gemüse her, wie gehen wir mit um, wo ist das Verpackungsmaterial, was das Verpackungsmaterial benutzen Sie. All solche Sachen sind heute für einen Besuch in einem Restaurant entscheidend. Es ist nicht mehr einfach nur ein gutes Steak und eine gute Bedienung. Heute ist weitaus mehr, bevor der Kunde sich entscheidet oder das bei uns sich entscheidet, zu uns zu kommen. Wir haben eine Verantwortung gegenüber jedem und gegen das und auch gegenüber jedem Besuch des Gastes bei uns zu haben. Mit diesen Sachen können wir natürlich immer nur verfolgen, wenn wir wirklich just in time stellen. Und wie kann man das? Man kann natürlich versuchen, so weit wie möglich gegen diesen Menschen zu tun. Ich will nicht sagen, Fehler oder diese menschlichen Komponente, sich ein bisschen sicherer zu fühlen und ein bisschen mehr auf Lager zu stellen, das können wir wegmaßnehmen, indem wir das ganze Thema digitalisieren, also praktisch automatisch bestellen. Dass wir eben mit unseren Lieferanten, die wir auch, das sage ich jetzt auch mal, ganz laut auch zwingen, mitzumachen bei unserer Digitalisierung. Also alle müssen bei Scott Video für sich anschließen. Und alle Rechnungen, alle Lieferungen, alle solche Sachen digital zu uns gucken, damit wir verarbeiten können, um da eben nachher auch das Resultat in automatischen Bestellungen zu kriegen, um diese Fehlerquoten wegzubekommen. Das ist wiederum wirtschaftlich, insbesondere wirtschaftlich und muss für uns, aber auch eben ein moralisches Thema. Okay, wir werden Leute verlieren, also wir werden Gäste verlieren, wenn wir nur einen ganz kleinen Fehler machen. Und wenn wir ich habe ja eben von einem anderen Markt gesprochen, mit dem ich zu tun hatte. Da kann man die Presse dann eben darüber schreiben, dass eben die Mitarbeiter nicht richtig bezahlt werden und das ist dann schlimm und so, aber das geht uns zum Umsatz. Aber es zeigt die Presse darüber eben, wer ist ein Lebensmittelverkauf, sondern die über ihr Haltbarkeitsdatum hinweggekommen sind, verlieren sie 20% vom Umsatz. Jeder, der ein Unternehmen, ein wirtschaftliches Unternehmen kennt, wie es weiß, sowas packe ich nicht aus. Das geht nicht mit durch, dass ich dann kein Geld mehr verdiene, sondern es geht in den Minusbereich rein. Und da haben sie dann jahrelang eben Millionen investiert und Zeit und Jahre investiert, eine Marke aufzubauen oder auch einen Markenwert zu schaffen. Und der ist dann innerhalb von 24 Stunden zerstört. Ich kann noch ein anderes Beispiel geben, im ersten Mal eine der Austrian-Lieblinge hieß The Portland. Das war eine mexikanische Kette, die ging gestern mit 140 bis 200 Restaurants ans Netz und ging mal mit
Jahren, in 2008 an die Börse mit 88 Millionen Bewertung und war vorletztes Jahr bei 24,8 Milliarden Bewertung. Dann gab es ein E-Calling-Problem und nicht nur bei Support Server, sondern bei allen der Lieferanten. Und jetzt ist die Prozesse für die Support Server auf 12 Milliarden. Innerhalb von 12 Millionen ist 12 Monaten mehr als halbiert. Nur in Anführungsstrichen wird E-Calling-Problem bei allen der Lieferanten. Da sehen Sie, wie wichtig Sie eben auch die Kontrollmöglichkeiten sind. Und uns steht auch eben in der ganzen Digitalisierung liegen die Sicherheit unserer Kunden. Das heißt, wir haben dann auch elektronisches HACCP-System. Wir können die Kühlketten genau nachvollziehen. Also zum LKW, vom Lagerhaus zum LKW, vom Schiff zum LKW. Alle solche Sachen sind heute elementar wichtig. Das ist leider nicht mehr so einfach, eine schöne Lokalität zu finden, ein Restaurant aufzumachen, einen guten Koch einzustellen, ein schönes Bier und so ein Biergarten zu haben. Das ist auch alles auch richtig, aber wenn ich sage, dass das Internet für mich auch, dass ich das alles irgendwo niederschreibe, kontrolliere und auch immer wieder neu finde. Ich glaube, das ist auch eine Message, wenn wir heute noch mal reingehen, bis weit das 2018 sehr interessant wird. Wir wissen, dass wir sehr stolpern werden. Das gehört dazu. Änderungen, Veränderungen, ja, passieren. Und da fällt man auch oft hin. Aber ich habe das letzte Beispiel von morgen als Patronen und gemerkt, jeder von Ihnen weiß noch, wo er Fahrradfahren gelernt hat. Wie oft man da hinfällt, die Knie auswirft oder gegen den Bauch fällt oder was weiß ich, was tut. Aber das Gefühl, dann irgendwie nicht frei fahren zu können, war auch immer geil. Oder? Fahrradfahren. Wenn man endlich als Kind fahren und fliegen, sagt, fliegen und fliegen nicht. Wenn man Fahrrad fahren konnte und genauso ist es eben, so haben wir das heute Morgen beschrieben, wir wissen, wir dann einige Monate, vielleicht sogar drei Schritte zurücknehmen, bevor wir sechs nach vorne gehen. Aber danach, das Fenster-Resultat ist ganz sehr für uns. Und das können wir für andere Leute eben nicht nur zu sagen, sondern eben auch bildlich darzustellen. Und das ist ganz für uns vielleicht ein bisschen einfach, das Verhältnis zu nehmen, weil wir die Kinder ein bisschen als Medien bewegen. Wir sind schon immer Karten, endlich in Kassen und Karten aufziehen. Produktpläse, Preisen, deutsche Firma schon auszuwerten. Wir wollen jetzt wesentlich tiefer. Wesentlich tiefer. Was auch noch hinzukommt, ist, dass wir heute natürlich auch nicht alleine expandieren, sondern die Systemgastronomie in Deutschland gefestigt worden. Also, es kommen viele Player, es kommen jetzt nicht nur internationale Player, sondern auch viele Startups. Und da muss man natürlich auch wissen, wo man sich passiert, wie bewegt der Konkurrenz, wie welche Produkte sind gerade angesagt. Wenn ich sage, nein, das ist nicht mit dem Führer, ich will dieses Jahr mal im Online abdecken, welche Produkte neu sind oder so, sondern wir gucken, was das Monat ist. Weil der Kunde oder unsere Gäste sind wieder diejenigen, die uns pushen. Das ist gar nicht eine freie Entscheidung von uns, nämlich welche Produkte wir gerade tun. Von unserer Gäste von mitbestimmen. Wir wollen mitbestimmen und sagen auch, wenn ihr mir das nicht gibt, dann ich das nicht mehr. Wir haben gar nicht die Wahl, sondern unsere Gäste sagen uns klipp und klar, was sie von uns haben wollen und was sie von uns haben möchten. Das ist das jetzt hier Wahl. Und wenn sie es nicht bekommen, dann können sie immer noch etwas tun. Wir haben genug Gastronomie. Und wir haben auch vor allen Dingen in den Schatten Wettbewerb, das ist das, was wie gesagt, das System, das für diesen Wettbewerb, nicht nur von uns Entrepreneurs, sondern auch von großen Geld. Auch das große Geld und Anlagemöglichkeiten, also auch wie eben gesagt wurde, nicht nur in Internet-Styles, das viel Geld bekommt, sondern eben auch gerade momentan in der System-Gastronomie. Da kann man alles daraus zu Hause aufmachen, aber ich glaube, man mit 5 oder 10 Millionen zugestützt, aber dann muss man auch expandieren. Das kann sich den Druck zu expandieren. Und wenn wir dann ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann wenn sie sich ein sicheres Fundament, wenn sie ihren Dachkopf das gemacht haben, dann expandieren sie und fallen rücklich nicht nur einmal hin, sondern fallen sie täglich auf das Ganze. Die Helfer, das ist viel, das können sie gar nicht selten, deswegen haben wir das mit unheimlich viel Personal zu tun. Und das bleibt dann ist das Schwierigste für Menschen. Der Mensch ist nicht irgendwo in eine Ecke zu drängen, sondern das ist jeden Tag immer wieder beleuchtet. Und das ist immer wieder genau das andere Pool, das heißt, wie denken wir dazu. Also, wir haben immer wieder mit Personal zu tun. Genauso mit, was ich immer früher in meinen Regeln gesagt habe, mit den gefährlichsten Guten der Welt, Werbe zu tun. Deswegen sprechen wir den Menschen nicht einfach mit uns. Okay? Sie können mit einem Schlag, der Sie jetzt in den Zahlen genannt, 2020 wird von 62.000 Menschen am Tag dienen.
zu denken, wenn man Auswahl stattfindet. Das heißt, man muss seine Hausaufgaben machen und man sollte sie machen in dem Stadium, bevor man anfängt zu laufen. Also man sollte eben, bevor man anfängt zu fahren, sollte man eben wissen, dass man nicht eben alles hinten gelöst und immer wieder in den Baum fährt. Man sollte das selbst werden, man sollte das alles wirklich auf digitale Welt, digitale Zahlfakten und Basis oder das Fundament geschafft haben, bevor man dann eben nach Konsum geht. Und dann merke ich aber, von 1 auf 2 ist sehr schwierig, von 2 auf 3 oder irgendwann ist es dann wirklich schwierig. Dann ist es Copy-Paste, ein weitgehend das Thema eben, dass die Leute mitnehmen, emotional mitnehmen, wenn ich mit ihnen kann. Also unsere Aufgabe war, zu sagen, warum ist die Intention? Für mich das höchste Gute vielleicht, aber leider ist es immer mal so unten eingestuft, angesehen zu fordern. Ich denke, das Ziel und das Geld ist das Schönste, was man entstehen kann. Und ich denke, das Grund ist der Aufbau, dass wir eben wirklich auch irgendwie kompetent den Leuten um unsere zukünftigen Mitarbeiter von die Nase zu bringen, dass wir nicht mehr das tun, der nicht mehr verhört. Und die Systemgastronomie ein Gebiet, ein großer Wirtschaftsfall ist, aber ein toller Job. Aber ein toller Job und ein tolles Erlebnis. Ja, hier ist ein Beispiel für das Code-Video. Was möchten wir eigentlich aus den ganzen Daten? Wir brauchen natürlich, und wir, das sind die Banker des Unternehmens, wir brauchen natürlich sogenannte Dashboards, also alles auf einen Blick. Alles auf einen Blick. Das sind Beispiele hier, ist ein Umsatzzahl. Das hat Ihnen eben gesagt, wir wollen alle 6 Stunden würden die Zahlen nur um 5-6 Zahlen und Kennzahlen in die Zeit auf den Tisch zu kriegen. Das läuft natürlich alles vollautomatisch und vor allem für uns auch das ist das die Zahlen. Wir können also jede Minute darauf drücken und können darauf reagieren. Wegen des Beispiels, wenn ein Weinberg eben schön Wetter ist, verdoppelt sich von gerade eben unser Kästenzahl. Das kann so leicht bei uns mit den Abgaben sein, und das vielleicht um 15.000 bis 16.000 Und dann wollen sie natürlich nicht bedient werden, von euch, die natürlich nicht so testen können, dass wir zwar noch schon laufen müssen wie sonst, sondern dass es unsere Aufgabe ist, vorher darauf zu reagieren und genug Personal hinzusetzen und natürlich auch die Fahrer zu machen. Also, das bringt immer viele, viele Konsumenten zusammen. Dafür brauchen wir diese Tools. Wir brauchen diese Tools, weil wir sind im Tele-Business. Also, wir sind nicht im gefährlichen Business, wir bewegen uns wirklich anders, sondern wir bewegen uns auch im Tele-Business. Sie wissen, dass uns Leute nicht unbedingt 400-500% Gewinnaufschlag auf eine Mahlzeit geben, sondern wir bewegen uns bei 15-20% Gewinnaufschlag. Und der Wert von 20 ist viel schneller als 0 als bei 400-500. Ein Jeans mit Gary Jean, also mit ein paar Jeans, die haben 400% Aufschlag, da kann man eigentlich getauft werden, eine Übergröße sein, da kann man erstmal 3-4 Stück verschwinden, aber die machen immer noch Geld. Das können wir uns nicht erlauben. Dafür brauchen wir diese Berichte und diese Dashboards. Ja, und hier stehen jetzt nochmal im Schlussresümee, die Automatisierung von Unternehmenszentrale, hohe Skalierung möglich, das kann ich schon sagen, wenn Sie einmal das Fundament stehen haben. Dann wird es eben schon Copy-Paste. Logisch ist es nicht ganz so einfach, Copy-Paste zu machen, weil sie immer mit vielen Menschen zu tun haben. Aber die haben zumindest ein ganz starkes Fundament gebaut, wo sie jetzt vom 19. Stock sind, auch ruhig auf 20. oder 21. aufzählen können. Finanzberichtswesen in schon diese Konsolidierung, die man aktuell auskommt über die Gesamtunternehmenssituation. Wir haben uns natürlich auch ausgesucht, dass wir nicht einfach nur einzelne Unternehmen haben, die früher habe ich nur Make-Offs gemacht oder nur Backlage gemacht. Jetzt haben wir die Abteilung und dann das 4 Untergesellschaften und 4 verschiedene Marken. Okay, einmal muss ich mir den chinesischen Highschool anziehen, das andere Mal muss ich mir den Cowboy-Highschool für 6 anziehen. Aber ich muss auch immer wieder umdenken und dann ist es natürlich toll, wenn Sie dann auch trotzdem mal reinkommen. Ich möchte mal gerne wissen, was macht das ganze Unternehmen für Gewinn, aber was machen auch vielleicht 2 der Untergesellschaften zusammen für Gewinn. Oder was für eine, weil ich möchte dann spielen können. Und dieses Spielen ist nicht nur mit dem Gesamtkasten gemeint, sondern es ist elementar, um zu wissen, wo ich jeden Tag stehe. Ich möchte nicht unbedingt der sein, der mit dem ersten Umsatz eine Porsche kauft und dann kommt die erste Umsatzsteuer. Kennt jeder, oder auch nicht, ist jeder, wahrscheinlich kennt es, weil ich es hier kann. Aber wir haben zum größten Sie werden natürlich umso untransparenter für Sie auch ein Produkt ist. Und dafür brauchen Sie eben diese Tools, um immer wieder zu gucken, wie sehe ich denn eigentlich mit der richtigen Marke, mit der richtigen Marke, ich darf vielleicht ein bisschen langsamer, da ist vielleicht auch manchmal auch hier ein bisschen schneller angesagt, weil der Markt das halt so will. Deswegen ist es unbedingt für uns ein Tagestool oder teilweise eben, wie gesagt, in der Bio-Tage dort ausdrücken zu können.
tagesgenaues Monitoring, Benchmarking erlaubt leichten Angriff auf Fehlentwicklungen. Habe ich in jedem Beispiel genannt. Bei uns ist das Wetter ein großer ausschlaggebender Sache, aber auch eben eine Straßenschließung sein für das Restaurant. Die Zustände der Dame, die Autobahn auf einmal durch den Unfall angegriffen, die Baustelle mal eben gespart wird oder so, dann kann das bei uns bei 20-30% des Umsatzes im Kopf verlassen. Dann haben wir noch das reagiert. Dann kann es vielleicht auch ein Restaurant zum anderen Schiff geben und dann auch noch einen Betreuungsservice geben. Deswegen ist die digitale Digitalisierung für uns eben nicht ein Wunsch, sondern die läuft schon längst. Die wird auch von außen, wird sie erzwungen, von den Gästen wird sie erzwungen. Und wir möchten es auch, weil wir eben zu Gast gekommen sind, ein sogenanntes System, das wir möchten das System arbeiten, wir möchten das anbieten, was wir als Gäste haben wollen, nämlich was wir sagen. Vielen Dank. Das war es kurz und bündig.